Hey Leute, was geht und willkommen zu diesem Video. Heute ausnahmsweise mal in Deutsch, denn es geht um ein Objektiv-Review, wo ich bis jetzt noch kein wirklich tolles und gutes Review auf Deutsch gefunden habe. Es geht um das 12 bis 24 mm F4 G-Lens Objektiv von Sony, ein wirklich mega ultraweit Winkelobjektiv, was in meinen Augen wirklich ein sehr gutes Objektiv ist. Vom Preis brauchen wir nicht drüber reden, es ist einfach absolut teuer. Aber um euch heute trotzdem mal die Vorzüge dieses Objektivs zu zeigen, habe ich mir überlegt, mache ich ein Review über dieses Objektiv und wir fangen direkt einmal an. Das Sony 12-24mm F4 G-Lens. Es ist keine G-Mass-Lens, es ist aus der G-Serie. Trotzdem ein verdammt hochwertiges Objektiv mit einer Brennweite minimal von 12 mm, was ein extrem ultraweitwinkelobjektiv ist. Fangen wir mit der Außenseite an. Was auffällt, ist der extremst große Objektivdeckel. Den solltet ihr auch besser nicht verlieren, denn der ist wahnsinnig teuer. Von innen wird er gehalten am Objektiv. Schön gemacht, das Sony-Logo drauf. Hochwertig verarbeitet auch vor allen Dingen, trotzdem aus Plastik. Nichtsdestotrotz solltet ihr den besser nicht verlieren. Wir haben sowohl den Fokusring als auch den Zoomring, ist leicht gummiert. Der Fokusring bietet einen ganz leichten Widerstand, was uns das Zoomen doch sehr präziser macht. Also wir können wirklich sehr präzise einstellen. Der Fokusring ist absolut butterweich, der lässt sich super einfach drehen, was uns das Fokussieren natürlich auch während des Filmens absolut erleichtert, denn das ist auch eine wirklich tolle Linse, um eine Filmproduktion zu machen oder Videos zu produzieren. Wirklich super toller Fokusring, lässt sich ganz leicht auch mit einem Finger direkt bewegen. Das ist wirklich super schön. Wir haben eine Metalllegierung, sieht genauso ähnlich aus wie auf der Sony Alpha 7 Serie. Ist glaube ich irgendeine Magnesiumlegierung, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir haben zwei Button, sehr einfach gehalten, den Fokus halten Button und wir können direkt am Objektiv zwischen dem Autofokus und dem manuellen Fokussieren direkt switchen. Das ist sehr schön. Hier nochmal der Schriftzug FE für Vollformatkameras. Wenn wir die Rückseite uns anschauen, natürlich wie wir es von Sony gewohnt sind. Wir haben allerdings keine Dichtung für Spritz und Staub. Das ist ein bisschen schade für den Preis des Objektivs. Auf der anderen Seite haben wir ein Glas, welches nano beschichtet ist, was so ein bisschen auch diese Lens Flares reduzieren sollte. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu, denn auch da gibt es ein bisschen was zu erzählen. Die Gegenlichtblende oder Streulichtblende ist fest auf dem Objektiv verbaut, die kann man also nicht abmachen. Wir haben kein Gewinde für irgendeinen Filter, was leider für die Landschaftsfotografen ein bisschen schade ist, denn genau diese Linse mit 12 mm Brennweite eignet sich halt wirklich optimal für die Landschaftsfotografie. Gerade bei 12 mm, da kriegt man Perspektiven hin, da kann man nachts nur von träumen. Es gibt aber dennoch ein Filterhaltersystem von, ich glaube, Nisi ist das oder Nisi. Es ist allerdings sehr teuer, weshalb man sich das dann überlegen sollte, ob man sich das wirklich kauft oder ob man einen Trick anwendet, der in einem späteren Video kommt, den ich euch auch gerne dann einmal zeigen möchte. Wir sprechen hier von einem Gewicht von 565 Gramm. Das ist wirklich extrem leicht. Wenn es an der Kamera dran ist, ist es wirklich absolut hervorragend ausbalanciert und das finde ich wirklich wahnsinnig toll. Das Objektiv ist in der Länge 117,4 mm lang und wir sprechen bei einer Höhe, die von hier ausgeht, von 87 mm, was wirklich ein absolutes, kleines, leichtes Objektiv ist mit einer wirklich absolut hochwertigen Abbildungsqualität. Wir haben einen Zoombereich von 12 bis 24 mm, was wirklich ultraweit ist und auch ein Weitwinkelobjektiv. Wir können da uns schöne Perspektiven raussuchen, die wir sonst so nicht erreichen. Und wenn wir etwas aus Foto haben wollen, dann müssen wir entweder ein Panorama machen oder wir benutzen diese Linse, dieses Objektiv 12 mm oder 24 mm und kriegen alles aufs Bild drauf, was natürlich super toll ist. So brauchen wir keinen
großes Panoramabild erstellen in Photoshop oder in Lightroom. Das geht dann ganz einfach mit einem Auslöser. Und schon haben wir das Ganze, alles, was wir haben wollen, auf diesem Foto drauf. Und das ist natürlich endgeil. Weiter geht's mit dem Zoom. Und da ist eine wirklich tolle Lösung gefunden. Wir haben keine wirklich große Größenveränderung, wenn wir uns das hier bei dem Standard-Kit-Objektiv 28 bis 70 mm anschauen. Wenn wir hier von 28 mm zoomen, sehen wir hier, und wir hochgehen auf die 70 mm, ändert sich die Größe des Objektivs. Das haben wir bei dem 12 bis 24 mm nicht, denn der Zoomring befindet sich innen und das Ganze ist quasi ummantelt von der Außenhülle und innen drin bewegt sich dann der Zoom hin und her. Das ist wirklich toll. Wir haben keine Größenveränderungen, was vor allem auch für die Filmemacher interessant ist, wenn sie das Ganze auf einem Gimbal oder auf einem Schwebestativ oder auf so einer Glidecam haben. Die brauchen nicht mehr groß irgendwelche Justierungen zu machen, denn das Ganze passiert im Gehäuse selbst. Und das ist eine wirklich geniale Sache, wie Sony das gelöst hat. Von der Schärfe, das Ganze ist wirklich absolut genial. Die Schärfe ist super, vor allem in der Bildmitte, was bei allen Objektiven ja so ist. Bei Ultraweit- oder Weitwinkelobjektiven lässt die Schärfe zum Rand hin immer nach. Das ist auch bei dem Objektiv der Fall, allerdings merkt man das fast gar nicht. Die Schärfe ist von der Mitte her bis zum Rand eigentlich kaum abfallend, was auch sehr für dieses Objektiv spricht, vor allem auch für die Landschaftsfotografen. Auch super Porträtfotos kriegt man damit hin. Sehen ein bisschen außergewöhnlich aus, aber Kreativität kennt keine Grenzen, was natürlich super genial ist. Also da von der Schärfe her ist es wirklich brillant und auch das. Und auch das ist natürlich ein Vorteil dieses Objektivs. Wenn wir über die Schärfe sprechen, dann müssen wir auch über die Vignettierung sprechen, die die Ultraweitwinkelobjektive alle mit sich bringen. Auch die lässt sich fast überhaupt nicht verhindern und die ist bei 12 mm wirklich extrem. Natürlich kriegt man die bei Lightroom mit einem Klick, ist die sofort weg. Aber auch da muss man sagen, bei Ultraweitwinkelobjektiven, gerade bei den 12 mm oder 16 mm, ist diese Vignettierung einfach brutal. Das seht ihr auch in den Testbildern, die ich jetzt hier immer wieder einblende, dass da die Vignettierung wirklich einfach nur stark zu sehen ist. Mit einem Klick, wie gesagt, bei Lightroom sofort zu entfernen und das ist natürlich super. Nichtsdestotrotz, bei 24 mm, also je näher wir ranzoomen mit diesem Objektiv, umso schwächer wird auch diese Vignettierung und auch das lässt sich so gut wie nie vermeiden. Kommen wir zum Autofokus. Der Autofokus ist wirklich schnell, präzise. Der Augenautofokus funktioniert wirklich hervorragend, ist auch schnell. Der Motor, der da drin verbaut ist für den Augenautofokus oder auch generell für den Fokus, der ist nicht zu hören, der ist super leise, wirklich interessant für die Filmemacher und Videografen. Der ist nicht zu hören, nicht ein einziges Mal. Das Pumpen von dem Autofokus ist nicht so extrem wie bei anderen Objektiven, wie bei dem 28-70-Kit-Objektiv. Da ist es wirklich gut zu hören. Auf Videos hört man es nicht, aber auch hier hört man ihn bei dem 12-24, hört man es überhaupt nicht. Die Offenblende von 4 mm ist jetzt nichts für die Astrofotografie geeignet, denn dafür ist die Blende dann doch noch zu weit geschlossen, lässt nicht genug Licht rein. Aber im normalen Alltag ist es eigentlich nicht nötig, ein noch offenblendigeres Objektiv zu benutzen. Das reicht für meine Arbeit, die ich mache, vor allem auch für das Filmemachen, reicht es eigentlich vollkommen aus für das, was Fotografen und auch die Filmemacher machen. Lensflares ist ein wirklich großer Punkt bei diesem Objektiv. Wir haben eine Nanobeschichtung auf dem Glas, was diese Lensflares eigentlich so ein bisschen verhindern soll. Nichtsdestotrotz, Lensflares kriegen wir, egal welches Objektiv wir haben, einfach nicht weg. Die sind vorhanden und bei diesem Objektiv, finde ich, sind diese Lensflares wirklich stark ausgeprägt, je nachdem, in welchem Winkel wir das Objektiv zur Sonne in dem Licht halten. Ich blende euch hier mal ein Foto ein, auf dem man die Lensflares wirklich extrem sehen kann. Es war aber auch wirklich direkt in die Sonne fotografiert, das muss ich dazu sagen. Aber diese Lensflares, die wir sehen können, die sind sehr weich. Die stören jetzt nicht unbedingt das Bild. Sie verschönern das Bild vielleicht auch manchmal an manchen Stellen so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, es muss gesagt werden, die Lensflares kann man nicht ausschalten. Die sind weiterhin da. Auch mit dieser Nanobeschichtung. Auch die kriegt man dann halt leider nicht mehr in Lightroom
dann nicht mehr weg, außer ihr stempelt sie in irgendeiner Weise aus. Wer das gut kann, kann das gerne tun, aber mich haben sie auf den Fotos jetzt nicht gestört, in den Fotos, Testfotos, die ich gemacht habe. Ich fand sie sogar recht schön, muss ich dazu sagen. Ah, das Fazit, es ist ein wirklich extrem gutes Objektiv. Natürlich haben wir nur eine 4er Blende, was für manche Leute vielleicht ein Kriterium ist, dieses Objektiv nicht zu kaufen, die dann eher zu dem 16-35 G Master tendieren, was noch eine viel offenblendigere Blende hat. Eine viel offenblendigere Blende. Was viel offenblendiger ist, das wollte ich sagen, da muss man halt so ein bisschen variieren, ob es diese 1000 Euro mehr, die das kostet, wert sind auszugeben oder ob ich 1000 Euro weniger ausgebe und ich habe nochmal knapp 4 mm weniger, ja, weniger Brennweite, um noch weitwinkliger fotografieren zu können. Das muss jeder für sich dann entscheiden. Die Abbildungsqualität von dem Objektiv ist einfach nur brillant. Die ist einfach nur genial. Genauso wie die Schärfeleistung dieses Objektivs, die zum Rand hin fast kaum abnimmt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig bei einem Objektiv, was in dem Preissegment liegt, dass da auch die Schärfeleistung von der Mitte bis zum Rand her einfach wirklich stimmig ist. Die Fotos werden brillant mit ein bisschen Bearbeitung, klar. Wir fotografieren halt in RAW und da muss die Bildbearbeitung letztendlich dann doch stattfinden. Preislich ist das Objektiv extremst teuer. Es kostet weit über 1600 Euro, je nach Händler. Da kann man auch schon weit an die 2000 Euro kommen. Aber für die Schärfeleistung, für die Abbildungsqualität, für die Verarbeitung, wie das Objektiv verarbeitet ist, ja, kann man drüber streiten, ob es der Preis wert ist. Nichtsdestotrotz, Sony bietet immer teure Objektive an, das wissen wir. Wir kriegen kein Objektiv von Sony, was zumindest von dieser Qualität her und von dieser Abbildungsleistung, von der Schärfeleistung her, kriegen wir kein Objektiv, was unter 1000 Euro kostet. Da müssen wir mit leben. Wenn wir dieses Hobby oder diesen Beruf angehen, müssen wir damit rechnen, dass wir halt an Objektiven meistens nicht sparen sollten, um eine wirklich gute Qualität letztendlich im Endergebnis zu bekommen. Das ist mein Fazit zu den Sony 12-24mm F4 G-Lens Objektiv. Wenn das Objektiv etwas für euch ist, dann habe ich unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem Objektiv eingestellt, wo ihr das Objektiv dann kaufen könnt und auch zu all den anderen Produkten, die ich in meiner Arbeit verwende. Schaut da einfach mal vorbei und wenn euch irgendetwas gefällt und ihr kauft etwas darüber, dann bin ich direkt ehrlich zu euch, bekomme ich eine ganz, ganz kleine Provision dazu davon und ihr helft mir damit, meinen Kanal zu unterstützen, dass ich noch mehr tolle Videos für euch machen kann. Vielleicht auch ein paar mehr Reviews noch mit dazu. Und was ich jetzt hier noch stehen habe, ist ein Fotobuch, zu dem es dann ein weiteres Review gibt, was ich von Saal Digital bestellt habe. Ich habe einen 100-Euro-Gutschein erhalten, mit dem ich dieses Produkt testen kann. Das ist eine neue Fotobuchlinie von Saal Digital. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und ihr helft mir auch dadurch, wenn ihr den Kanal abonniert, unterstützt mich bei meiner Arbeit. Und das soll es dann heute auch schon gewesen sein für dieses Review. Wie gesagt, wenn ihr das Review zu diesem Fotobuch sehen wollt, ein wirklich tolles Fotobuch geworden. Bleibt dran, bis zum nächsten Video und ja, bleibt kreativ. Bis dann. Ciao.